Leute, 2021 ist Nachhaltigkeit all over the place. Es ist das Stichwort unserer Generation. Alles und jeder ist nachhaltig. Angefangen bei meinem T-Shirt über Volksfeste oder sogar Kreuzfahrtschiffe. Was für mich erstmal wie ein Widerspruch klingt, aber hey, versuchen wir neutral zu sein. Dabei drängt sich mir die Frage natürlich auf, ab wann ein Produkt eigentlich nachhaltig ist. Hi, mein Name ist Grisha. Und mit dieser Fragestellung will ich mich heute mal beschäftigen. Was Nachhaltigkeit an sich ist, ist glaube ich klar. Trotzdem hier nochmal ein kleiner Reminder. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich vermutlich aus der Forstwirtschaft. Dort ist die Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip der Ressourcennutzung, nachdem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften sowie der Stabilität und der Regenerationsfähigkeit eines Waldes im Zentrum stehen. Für andere Industrien oder Branchen ist das gar nicht so leicht. Deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach Aspekten, die uns irgendwie Aufschluss über die Nachhaltigkeit eines Produkts geben können. Wenn wir uns den Kreislauf von so einem Produkt anschauen, dann müssen wir natürlich ganz vorne anfangen, nämlich bei der Nutzung von Ressourcen. Jedes Produkt braucht unterschiedliche Rohstoffe und selbst Produkte derselben Art können unterschiedliche Rohstoffe in unterschiedlicher Höhe benötigen. Die naheliegendste Lösung für dieses Problem ist es, übers virtuelle Wasser zu gehen. Puh, klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das virtuelle Wasser summiert quasi den gesamten Wasserverbrauch der gesamten Produktkette eines Produkts. Man unterscheidet zwischen grünem Wasser, blauem Wasser und grauem Wasser. Während grünes Wasser relativ unproblematisch ist, weil es eigentlich nur die Menge an Regenwasser beschreibt, die eine Pflanze während des Wachstumsprozesses eigentlich verwendet, bis hin zum grauen Wasser, das ist in dem Fall das Wasser, das unwiderruflich verschmutzt wird während eines Produktionsprozesses. Weg von der Theorie, gehen wir mal näher an die Praxis. Wenn du jetzt wissen willst als Verbraucher, wie hoch der virtuelle Wassergehalt verschiedenen Produkten ist, dann gibt es dafür Tabellen, Listen und Rechner im Internet. Aber hier mal ein paar Beispiele. Ein Auto braucht 400.000 Liter Wasser bei der Produktion. Ein Kilogramm Kakao braucht 27.000 Liter. Die übrigen Spitzenreiter von Lebensmitteln mit einem sehr hohen virtuellen Wasserverbrauch sind fast alles Produkte tierischer Natur. Klar, irgendwoher muss man das Futter ja auch holen für die Tiere, die dann wachsen sollen, um die dann zu schlachten, um die Produkte oder das Fleisch dann eben zu verarbeiten. Kein Wunder hat Rindfleisch deswegen einen virtuellen Wassergehalt von 15.000 Litern, Schweinefleisch von 5.000 Litern und Hühnchen bzw. Geflügel im Generellen 4.000 Liter. Aber wie sieht's mit Gemüse aus? Die allseits verpönte Avocado zum Beispiel braucht ungefähr 1.500 Litern. Kurz zur Erinnerung, das ist ein Zehntel vom Kilo Rindfleisch. Gehen wir weiter. Kartoffeln, Äpfel, Tomaten, alle weit unter 500 Litern pro Kilogramm. Was folgt daraus? Eine pflanzenbasierte Ernährungsweise scheint hinsichtlich des virtuellen Wasserverbrauchs erstmal nachhaltiger zu sein. Übrigens, wer wissen will, wie er seinen eigenen Wasserfußabdruck berechnet, dafür gibt's, wie vorher schon erwähnt, bestimmte Rechner im Internet. Ich habe mal euch einen verlinkt in der Videobeschreibung, den ich persönlich sehr gut finde. So, wenn wir herausfinden wollen, wie nachhaltig ein Produkt ist, können wir also einfach auf den virtuellen Wasserverbrauch von Produkten schauen und die miteinander vergleichen. Wenn wir uns gerade damit beschäftigt haben, wie viele Rohstoffe ein Produkt verwendet, können wir auch noch fragen, wie viele quasi Rohstoffe solche Produkte freisetzen. Was ich natürlich meine, sind Emissionen. Wir versuchen das jetzt mal nur ganz kurz zu umreißen. Emissionen hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Kurz zusammengefasst, verschiedene Gase in der Atmosphäre sind nicht so gut für den Planeten. Wenn wir also herausfinden wollen, wie nachhaltig ein Produkt ist, können wir uns auch anschauen, wie viel Emissionen bei der Herstellung freigesetzt werden. Das Werkzeug, das wir dafür brauchen, ist der sogenannte CO2-Fußabdruck. Den gibt es für alles Mögliche, für Produkte, Menschen, Staaten, Unternehmen, you name it. Dieser misst die quasi Klimaschädlichkeit von bestimmten Dingen. Laut Studien des Umweltbundesamtes dürfte kein Mensch über 2 Tonnen CO2 pro Jahr verbrauchen, um die Konzentration bzw. die Sättigung des Kohlenstoffdioxides in der Atmosphäre nicht zu überreizen.
In Deutschland sind wir davon bisher noch weit entfernt. Derzeit liegt der Schnitt bei 11,1 Tonne im Jahr, also fast sechsmal so viel. Wir müssen jetzt gar nicht tief in die Analyse reingehen, warum dieser Wert so hoch ist. Unsere Ursprungsfrage war ja, ab wann ein Produkt nachhaltig ist. Dafür schauen wir uns mal den CO2-Fußabdruck von ausgewählten Produkten an. Zum Beispiel 1 Kilogramm Tiefkühlpommes setzen 5,6 Kilogramm CO2 frei. Das wird nur noch übertroffen von einigen Tierprodukten, wie zum Beispiel Sahne oder Käse. Spitzenreiter macht die Butter. Pro hergestellten Kilogramm werden 18 Kilogramm CO2 freigesetzt. Wenn ihr euch im Einzelnen für die CO2-Bilanzen von verschiedenen Produkten interessiert, habe ich euch in der Videobeschreibung auch meine Studie des Instituts für Umwelt- und Energieforschung Heidelberg verlinkt. Ich fand sie sehr informativ, aber, und da kommen wir natürlich schon zum nächsten Problem, das ist natürlich nicht sonderlich alltagstauglich. Die App Klimakompass von den World Watchers ist nach eigenen Angaben die erste App, mit der man seinen CO2-Fußabdruck spielerisch und einfach mit Challenges versehen im Alltag checken, überprüfen und verkleinern kann. Habe ich euch auch mal unten verlinkt. Ist eine spielerische Art und Weise, sich mit dem Thema mal anzufreunden. Glaube ich, gerade für Jüngere eine spannende Sache. Wem das alles zu kompliziert ist oder wer sowas nicht auf dem Handy haben will, kann ich absolut nachvollziehen, bin ich auch nicht der größte Fan von. Dem kann ich auch hier einen Fußabdruckmesser bzw. einen CO2-Rechner ans Herz legen. Den gibt es von verschiedenen Quellen, die sind alle unterschiedlich vielschichtig, kompliziert oder zeitaufwendig. Ich finde, der vom WWF kommt der Realität am nächsten und lässt sich auch relativ einfach beantworten. Das bringt uns auch schon zum letzten Aspekt, den ich mir rausgesucht habe, den sozialen Aspekt. Die Frage, die man sich da stellen muss, ist immer, fördert das Produkt die soziale Gerechtigkeit aller Beteiligten? Im Einzelnen bedeutet das, dass weder Minderjährige bei der Produktion beteiligt sein sollten, Mindestlöhne bezahlt werden sollten, Arbeitsschutz, Schulungen, Rente, all das, was eigentlich hier in den westlich geprägten Ländern selbstverständlich ist, aber am Anfang oder in der Mitte dieser Produktionsketten meistens eben nicht. Ein Versuch, die soziale Nachhaltigkeit von Produkten auf deutschen Märkten zu kontrollieren, ist das sogenannte Lieferkettengesetz. Das im Einzelnen zu deduzieren, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Vielmehr wollen wir als VerbraucherInnen besser verstehen können, wie wir sozial nachhaltig produzierte Produkte von konventionellen unterscheiden können. Ein Mittel dafür sind die Siegel. Kennt wahrscheinlich jeder. Aber jeder, der sich mit den Siegeln beschäftigt hat, weiß bestimmt auch, bestimmte Siegel haben bestimmte Kritikpunkte, manche Siegel haben sehr viele, manche Siegel sind nur freiwillig, manche sind gesetzlich, es ist ein Schilderwald. Um aber direkte Implikationen abzuleiten aus Überlegungen über die soziale Nachhaltigkeit, bietet es sich natürlich einfach an, vernünftig zu sein. Kauft nicht jeden Scheiß nur, weil er im Laden steht, sondern kauft nur, was ihr braucht. Wenn ihr könnt, kauft's gebraucht. Wie nachhaltig ein Produkt ist, hängt meistens ganz vom Produkt ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit von Produkten zu überprüfen bzw. zu analysieren. Da wäre das Wasser, die Emissionen und die soziale Nachhaltigkeit des Produkts. Verschiedene Tools wie CO2-Rechner, Fußabdruckrechner oder auch Apps helfen dir dabei, die richtige Entscheidung im Alltag zu treffen. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass diese drei Aspekte vielleicht auch nicht die ganze Bandbreite der Nachhaltigkeit abdecken. Das ist nur ein Versuch. Es gibt bestimmt noch ein Dutzend weitere Faktoren, die man in solche Überlegungen mit einfließen lassen kann. Welche fallen dir denn ein? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bitte vergesst bei der Bewertung dieses Videos auch nicht, dass das nicht für Experten und Nachhaltigkeitsprofis ist, sondern für Anfänger und Leute, die erst gerade sich dafür interessieren lernen. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben und es war trotzdem unterhaltsam, falls ihr schon ein paar Sachen kanntet. Zu guter Letzt habe ich nur noch eins zu sagen. Leute, ihr kennt das Spiel. Es ist YouTube. Ihr helft uns mega, unsere Arbeit machen zu können, wenn ihr ein Abo dalasst, dem Video einen Daumen hoch gibt und vielleicht auch noch die Glocke anmacht, dass ihr kein Video mehr in Zukunft verpasst. Das freut den Algorithmus und mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Cheerio!